Der Abschluss des 15. Spieltags, der HC Erlangen tritt an beim SC DAFK Leipzig und noch nie konnte eins der Teams ein Auswärtsspiel beim jeweils anderen gewinnen. Heute wollten die Erlanger das ändern und sie kamen gut rein in Person ihres Keepers Bertram Obling, der direkt mal einen 7 Meter zu halten bekam. Dann aber die frühe Dezimierung. Kapitän Christopher Bissel fliegt mit Rot vom Platz nach diesem Gesichtskontakt gegen Christiansson. Ein paar Minuten später muss auch Franz Semper beim SC DAFK wegen einer ähnlichen Aktion das Spiel vorzeitig verlassen. Sieht ebenfalls rot. Die Begegnung zwischen Leipzig und Erlangen, immer ein Fall für die Schiedsrichter. Und heute auch einer für Bertram Obling, der genauso wie sein Pendant auf der anderen Seite Domenico Ebner viele freie Würfe wegnimmt. Dementsprechend gering auch der Spielstand nach 21 Minuten, gerade mal 7:7. Und es kam auch nicht mehr viel dazu bis zur Halbzeit. Ebner mit der nächsten Traumparade, 11:11, deshalb der Halbzeitstand. Den Auftakt in Hälfte 2, den verschliefen die Erlanger dann so ziemlich komplett. Nur ein Tor gelang in den ersten 10 Minuten nach Wiederanpfiff, und zwar Lutz Heini in dieser Aktion. Ansonsten vernagelte Domenico Ebner sein Tor selbst beim 7 Meter. Kein Vorbeikommen für Veit Mävers an Domenico Ebner. Der viele Freie wegnahm, Leipzig schien sich schon abzusetzen. Aber es wurde dann doch noch mal spannend in der Schlussphase. Auch weil Bertram Obling auf der Gegenseite wieder ins Spiel fand. Den 15 Ebner-Paraden hatte er 12 entgegenzusetzen. Ebenso sehenswert wie wichtig für seine Mannschaft. Es wurde noch mal eng. Leipzig bekam den Flatterer. Einzig Viggo Christiansson behielt die Nerven, übernahm viel Verantwortung und führte seine Mannschaft dann zu einem 20:19 Heimsieg. Auch im achten Anlauf kann Erlangen also nicht in der Fremde beim SC DAFK gewinnen.